Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihrer Freitagsausgabe vom Stadtmagazin Hallo Sommer. Und wir beginnen heute mit einer wichtigen Nachricht in eigener Sache. TV Halle ist ab Montag ausschließlich digital und nicht mehr über die Kabelnetze der Stadt zu empfangen. Das schließt auch DVB-T 2 mit ein. Wichtig für Sie, liebe Zuschauer, das Programm von TV Halle steht Ihnen natürlich weiterhin zur Verfügung unter tvhalle.de, Social Media, unsere TV Halle App und YouTube. Ja, und wir schauen jetzt einmal auf unsere Website von tvhalle.de und Sie finden bei uns wie gewohnt unter der Mediathek alle aktuellen Beiträge und die Sendungen, die aktuellen Sendungen finden Sie jederzeit abrufbar ab 18 Uhr auf tvhalle.de. Und wir kommen nun zum ersten Beitrag unserer heutigen Sendung. Wir hatten am Anfang der Woche über die anhaltende Trockenheit berichtet. Diese sorgte für immer mehr Waldbrände und vor wenigen Wochen erst in Brandenburg, jetzt auch in Sachsen. Die Einsatzkräfte sind mit den verheerenden Feuern völlig überfordert und am Limit. Deshalb haben sie die Nachbarländer um Hilfe gebeten und die Stadt Halle hat ihre Unterstützung zugesagt. Und schon heute haben sich die ersten Einsatzkräfte auf den Weg gemacht. Sie rüsten sich für eine weitere Hilfsmission und bloß nicht das Wasser vergessen. Feuerwehrkräfte aus dem Raum Halle sammeln sich an der Neustädter Hauptwache. In Sachsen lodern Waldbrände. In 30 Minuten heißt es ausrücken. Der Bürgermeister der Gemeinde Arzberg im Landkreis Nordsachsen hat das Land Sachsen-Anhalt um Hilfe gebeten. Wir entsenden hier aus der Stadt Halle Saale zusammen mit drei weiteren umliegenden Landkreisen aus dem Süden des Landes Sachsen-Anhalts Tanklöschfahrzeuge, um dort bei der Waldbrandbekämpfung, speziell beim Wassertransport, zu helfen. Die Situation in Nordsachsen ähnlich wie die vor wenigen Wochen in Brandenburg. Mehrere Großbrände beschäftigen seit Tagen hunderte Feuerwehrkräfte. Glutnester flammen immer wieder auf. Das Hauptproblem sei die anhaltende Trockenheit. Es ist im Prinzip in den Waldbrandregionen Deutschlands jetzt immer das Gleiche. Durch die Trockenheit, durch die Sonneneinstrahlung und durch den Wind kommt es eben zu Waldbränden, die schwer zu stoppen sind. Die Laufgeschwindigkeiten des Feuers sind hoch und da bleibt nur eins, da muss massiv mit Einsatzkräften aus der Luft und vom Boden gearbeitet werden. Wenn es irgendwo brennt, ist auch er ganz vorn mit dabei. Steffen Kujas, einer der erfahrensten Feuerwehrmänner aus Halle. Er weiß, worauf es bei solchen Einsätzen ankommt. Man ist erstmal unsicher in gewissem Maße, weil man ja nicht genau weiß, was einen erwartet. Man hat natürlich Fernsehbilder gesehen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Fernsehbilder meist nicht die Dramatik darstellen können, die sich dort vor Ort bietet. Wir hoffen eben, dass es nicht so schlimm wird. Wir werden definitiv aufpassen, dass wir unsere Leute nicht gefährden. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass wir alle gesund wiederkommen. Steffen Kujas half bei der Flut im Ahrtal und kämpfte gegen die Waldbrände im brandenburgischen Beelitz. Die Erfahrungen von dort könne man nun auch mit nach Sachsen nehmen. Wir nehmen zum Beispiel anderes Schlauchmaterial mit, einfach was leichter ist, was uns mehr nützt. Wir haben unsere Taktik umgestellt in einem gewissen Maße. Wir richten praktisch dann dort, wenn es noch nicht geschehen ist, ein Einbahnstraßensystem ein, damit sich die Fahrzeuge nicht gegenseitig behindern. Wir müssen genau aufpassen, dass wir eine gute Kommunikation sicherstellen können. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil dort Funklöcher sind und Handy nicht immer funktioniert. Halle schickt modernste Einsatztechnik, unter anderem nagelneue Löschfahrzeuge. Man sieht sich gut gerüstet. Wir haben spezielle Löschtechniken und Löschtaktiken, wie zum Beispiel Rucksäcke, die sie mit Wasser füllen und sehr dünnen Schläuchen das Wasser gezielt auf die Brandherde ausbringen können. Und wir haben Marscherleichterung. Wir ziehen also nicht unsere dicke Schutzbekleidung für Wohnungsbrände an, sondern haben entsprechend lockeres Material mit. Für Robert Pulz sind solche Hilfseinsätze selbstverständlich. Immerhin könne es auch mal umgekehrt kommen, sagt der Einsatzkoordinator. Die Kräfte aus Sachsen-Anhalt werden wohl das komplette Wochenende beschäftigt sein. Wir richten uns jetzt erstmal ein bis Sonntagabend, schauen dann aber, wenn wir noch länger benötigt werden, bleiben wir natürlich auch länger. Und wir werden also unser Einsatzpersonal, wie schon erwähnt, mit Mannschaftstransportfahrzeugen immer wieder so austauschen, dass alle freiwilligen Feuerwehren mal zum Zuge kommen. Das macht schließlich irgendwo auch Spaß und dass sich keiner überarbeitet. Gegen 13.30 Uhr setzte sich der Konvoi dann in Bewegung. Sein Ziel, das Feuerwehrhaus im sächsischen Arzberg.
Und vielleicht bekommen die Feuerwehrleute in den nächsten Stunden einen starken Verbündeten im Kampf gegen die Flammen. Für Samstag haben die Meteorologen Regenfälle angekündigt. Und nun, liebe Zuschauer, gehen wir ganz kurz in die Werbung und danach schauen wir auf die aktuellen Themen des Tages. In Sachsen-Anhalt haben über Jahrhunderte kluge Köpfe weltverändernde Ideen entwickelt. Jetzt wird Sachsen-Anhalt zu einem Knotenpunkt der digitalen Zukunft ausgebaut, denn es soll Zentrum der europäischen Chipproduktion werden. So plant der Chiphersteller Intel in Magdeburg, 17 Milliarden Euro zu investieren. Es ist eines der größten Investitionsvorhaben in Europa mit tausenden Arbeitsplätzen. Sachsen-Anhalt bietet seit Jahrhunderten Freiräume, Ideen umzusetzen. 6 weltverändernde Ideen hat die UNESCO als Erbe der Menschheit anerkannt. Der Geist, Neues zu wagen und vorzudenken, wirkt bis heute fort. Das belegen viele positive Beispiele. Interesse? Mehr unter www.moderndenken.de. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Hörgeräte Studio Zmog. Das über 30 Jahre geführte Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz im Steinweg 15. In Salzmünde bieten wir im einzigen zertifizierten Zentrum für implantierbare Hörsysteme in Sachsen-Anhalt technische Anpassung und Beratung für Cochlea-Implantate und für Knochenleitungs- und Mittelohrimplantate an. Reha-Bestattungen im Steinweg 51. Kompetente Hilfe mit Herz. Wir helfen Ihnen bei der Vorsorge. Im Trauerfall sorgen wir für eine würdevolle Bestattung nach Ihren Wünschen und nehmen uns auch danach Zeit für Sie. Engel und Bengel, der Modehimmel für teuflisch gute Klamotten, begeistert seit über 20 Jahren groß und klein. Hier finden Sie Kindermode namhafter Hersteller, von schick bis cool. Frau Schulz und Frau Ramdor stehen Ihnen gern mit ihrer langjährigen Erfahrung beratend zur Seite. Schauen Sie doch einfach mal rein bei Engel und Bengel im Steinweg 1. Ihr Friseur Eckstein. Hairstyling, Trendfrisuren, professionelle Nagel- und Fußpflege im Steinweg 14. In unserer zweiten Filiale im Elisabeth-Krankenhaus erhalten Sie außerdem modische Perücken und Toupets mit Zulassung für sämtliche Kassen. Arzneimittel und mehr bietet die Apotheke am Frankeplatz. Seit 1992 Ihr kompetenter Ansprechpartner für verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente sowie Service und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit. Die spezialisierte Mutter-Kind-Apotheke bietet eine Vielzahl Produkte für junge Familien, verleiht Milchpumpen und begrüßt die jüngsten Kunden mit einem Baby-Starterpaket. Arzneimittel und mehr im Steinweg 56, direkt neben dem Elisabeth-Krankenhaus. Wenn ein geliebter Mensch aus Ihrer Mitte genommen wird, finden Sie fachkundige Beratung im Steinweg 3. Und schon zu Lebzeiten kann man seine letzte Ruhestätte individuell gestalten. Indem man eine Naturstoffurne verwendet, die man äußerlich auch selbst gestalten kann. Wünschen Sie eine Erd- oder Feuerbestattung oder wünschen Sie lieber eine Ruhestätte im Friedwald? Wir beraten Sie gerne. Der Bestatter im Steinweg, in schweren Stunden an Ihrer Seite. Willkommen bei Haschmich und Naschmich, der Lakritzladen aus Halle-Saale. Wir führen über 500 verschiedene Sorten an Lakritz. Wir haben salzig für Sie, süß für Sie, hart für Sie, weich, flüssig. Wir haben sogar Zahnpasta, Nudeln. Wir haben alle möglichen Formen, was Sie sich vorstellen können. Natürlich auch als leckeren Likör für Sie. Und in unserem Online-Shop sind wir rund um die Uhr für Sie da. Thank you.
Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Ihrem Stadtmagazin Hallo Sommer. Lukas Cordalis war gestern im Halle Center Peißen und wir haben für Sie Einblicke von seinem Auftritt und buntes Treiben in der Innenstadt. Der Rummel hat heute begonnen. Diese Themen und weitere aktuelle Nachrichten jetzt bei TV Halle aktuell. Trotz Krisenerscheinungen in vielen Bereichen zeigt sich der Arbeitsmarkt im Agenturbezirk Halle stabil. Eine leichte Zunahme der Erwerbslosenquote im Juli ist nach Aussage der Agentur auf den Übergang ukrainischer Flüchtlinge in die Betreuung der Jobcenter zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr sind rund 1.800 Personen weniger als arbeitslos gemeldet. Für die Stadt Halle weist die Statistik weiterhin überdurchschnittliche Werte aus. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei 8,4%. Seit Freitag 11 Uhr herrscht wieder buntes Treiben auf der Westseite des Marktplatzes in Halle. 7 Fahrgeschäfte und einige Buden mit Naschereien und Kulinarik laden dabei vor allem Familien mit Kindern ein. Bis zum 7. August findet der Sommerrummel täglich von 11 bis 20 Uhr statt. Der Wochenmarkt findet in dieser Zeit auf der Ostseite statt. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in der zurückliegenden Woche leicht gesunken, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Es wurden 1.412 Neuinfektionen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz ist damit im Vergleich zum Freitag der Vorwoche auf 592 zurückgegangen. In den Kliniken werden 72 positiv getestete Personen behandelt, 4 davon intensivmedizinisch. In den kommenden Tagen werden an der Bahnstrecke nach Kassel Stellwerke nicht besetzt. Daher kann es bis Ende kommender Woche zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Betroffen davon sind die Linien nach Leinefelde, Kassel und Eisleben. Reisende werden gebeten, sich in den Auskunftsmedien über ihre Verbindung zu informieren. Lukas Cordalis, der Sohn von Schlagersänger Costa Cordalis, war am Donnerstag im Halle Center Peißen zu Gast, um sein erstes eigenes Album vorzustellen. Groß war der Andrang im Einkaufscenter, viele Menschen wollten Lukas Cordalis sehen und auch singen hören. Der Auftritt in Peißen war der 8. und letzte der PR-Tour. Erst am Sonnabend war Cordalis bei der TV-Show Das große Schlager-Comeback mit Florian Silbereisen in Leipzig aufgetreten. Nach 3 Liedern nahm der Sänger und Musikproduzent sich dann Zeit für seine Fans, schrieb Autogramme auf Autogrammkarten, seine neue CD und Fanboxen. Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat eine Bilanz ihrer einwöchigen Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs gezogen. Bei über 400 Überprüfungen von LKWs und Bussen gab es in 40% aller Fälle Beanstandungen. 33 LKWs wurde die Weiterfahrt wegen gravierender Mängel untersagt. Im Rahmen des europäischen Roadpol-Netzwerkes gab es in diesem Jahr bereits 3 derartige Schwerpunktaktionen. In Reideburg haben unbekannte Täter in der vergangenen Nacht 2 Pkw der Oberklasse gestohlen. Die Fahrzeuge haben ein sogenanntes Keyless-Go-System, das die Türen über ein Funksignal öffnet. Laut Polizei ist dieses System jedoch sicherheitsanfällig. Der Wert der gestohlenen Fahrzeuge liegt über 75.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Sie gehören zum Sommer, wie Sonne, Eis und Strand. Die Stechmücken. Obwohl man in diesem Jahr bisher nicht so viel entdecken konnte, kann sich das jedoch ganz schnell ändern. Denn Mücken lieben feucht-warmes Klima und der Sommer ist bekanntlich noch nicht vorbei. Und im vergangenen Jahr hatten wir in Halle bekanntlich eine regelrechte Mückenplage. Und viele Hallenser kritisierten die Stadt, dass sie zu wenig zur Bekämpfung der Mückenschwärme unternommen hat. Dabei könnte die Stadt auf Erfahrungen der Partnerstadt Karlsruhe zurückgreifen. Sie kommen jeden Sommer und das zu Millionen. Die Stechmücken.
Sie gehören wohl zu den unbeliebtesten Plagegeistern und hatten vor allem im letzten Jahr in Halle für Probleme gesorgt. Für uns war das Problem, dass wir sehr häufig durch Mieter angesprochen wurden, dass sie sich nicht mehr wie gewohnt in ihrer Gartenanlage aufhalten können, insbesondere im Bereich südliche Halle, Bereich Mayamare, Ammendorf, Osen, da war das ganz schlimm. Mücken lieben es feucht und warm. Das Naturschutzgebiet Saale-Elsteraue scheint ideal für ihre Verbreitung. Doch auch Gartenteiche oder das Saaleufer in Halle bieten gute Bedingungen. Also es gab wirklich dramatische Situationen. Mir hat ein Bürger geschildert, wie er in Ammendorf eine Nothilfe geleistet hat und dann durch angreifende Mücken selbst zum Notfall geworden ist. Der Mieterrat Halle fordert daher ein schärferes Vorgehen der Stadt gegen die Mückenplage. Doch die hält sich zurück und verweist in erster Linie auf den Naturschutz. Ein großflächiger Einsatz von Bioziden in der unter Schutz stehenden Saale-Elsteraue ist nicht verhältnismäßig. Durch den Einsatz würde das gesamte Ökosystem, insbesondere die Insektenvielfalt, massiv beeinträchtigt und nachhaltig geschädigt werden. Ob die Zielorganismen in ausreichender Menge abgetötet werden, ist hingegen fraglich. Laut Experten sind bereits 50 Mückenarten bei uns heimisch. Doch besonders eine bereitet große Sorgen. Die Tigermücke befindet sich bereits im Bereich Berlin. Also das sind knapp 200 Kilometer noch dazwischen. Dann könnten wir hier, und die ist ganz gemein, weil die auch Krankheiten verbreitet. Das ist eigentlich das Hauptanliegen, warum wir uns so intensiv mit diesem Problem beschäftigen. Bei der Bekämpfung der Mückenplage will die Stadt auf aggressive chemische Substanzen verzichten. Das scheint zunächst verständlich. Doch gibt es keine Alternativen? Der Mieterrat Halle hatte unlängst deshalb Verbindung zur Partnerstadt Karlsruhe aufgenommen. Denn dort gibt es offensichtlich gute Erfahrungen bei der Mückenbekämpfung, allerdings auf anderen Wegen. BSI-Stoff, das sind Tabletten, 0,5 Gramm, die man auch im Garten in der Wassertonne verwenden kann, die sehr wirksam sind und wirklich nur diese Mücken bekämpfen. Die Biotabletten sollen sich besonders gut für Gärtner und ihre Regentonne eignen. Deren Anwendung ist einfach und ungefährlich. Mit den Erkenntnissen aus Karlsruhe suchte der Mieterrat bereits im letzten Juli das Gespräch mit der hallischen Stadtverwaltung. Doch dort stieß man zunächst auf Skepsis. Dass mehr oder weniger unterstellt wurde, dass auch Schmetterlinge dort vernichtet werden. Das stellte sich dann aber heraus, dass es gar nicht so ist, weil man kann einfach 30 Jahre Erfahrung in Karlsruhe, die kann man nicht vom Tisch wischen. Entsprechende Gespräche dort mit dem Verantwortlichen der Stadt im Umweltamt, die ich geführt habe und die der Herr Scherz geführt hat, die haben dort eindeutig gezeigt, dass es dort keine negativen Erfahrungen und Auswirkungen auf die Umwelt gab. In der Stadtverwaltung in Halle hofft man offenbar darauf, dass es in diesem Jahr nicht so schlimm kommt und rät zu klassischen, wenn auch wenig wirksamen Hausmitteln. Die Stadt empfiehlt den Betroffenen, die im Handel erhältlichen Mittel zum individuellen Schutz zu nutzen. Im direkten Umfeld, wie Gartenbereichen oder Wasserflächen, sollten Mückenlarven mit geeigneten, naturverträglichen Mitteln aus dem Handel bekämpft werden. Das reichte dem Mieterrat Halle jedoch nicht. Man hakte noch einmal nach und plötzlich scheint es doch etwas Bewegung zu geben. Das betreffende Gebiet müsste in einer Karte erfasst werden. Und das kostet natürlich auch Geld. Und daran mangelt es ja, augenscheinlich. Das hat uns der Herr Rebensdorf im Gespräch kurz vor Ostern auch bestätigt. Er hat uns aber gleichzeitig auch zugesichert, nochmal Gespräche mit den beteiligten Sachbereichen, weil das sachgebietsübergreifend ist, zu führen. Und wir haben nun die Hoffnung, dass diese Gespräche dazu führen, dass nur endlich was gegen die Mücken unternommen wird. Ob die Stadt nach neuen Wegen in der Mückenbekämpfung sucht, ist bislang offen. Denn es mangelt auch am Geld.
Eine kurzfristige, flächendeckende Lösung des Mückenproblems in Halle scheint jedenfalls noch nicht in Sicht. Liebe Zuschauer, wir können zwar nicht voraussagen, ob Sie die ein oder andere Mücke mehr am Wochenende im Garten haben werden, aber wir können jetzt auf die Wetteraussicht fürs Wochenende gemeinsam schauen. Der Samstag bringt Abkühlung und dazu viel Regen. Die Temperaturen schaffen es gerade mal bis 23 Grad. Erst am Nachmittag haben wir Chancen auf ein paar Sonnenstunden. Wind ist kaum ein Thema. Nach einer klaren Nacht wird am Sonntag wieder aufgeheizt, allerdings in Maßen. Sonnig und leicht bewölkt wird es, die Temperaturen steigen bis 26 Grad. In der nächsten Woche steht eine neue Hitzewelle bevor, der Montag bleibt aber noch angenehm mit 24 Grad und leichtem Nieselregen. Nun, liebe Zuschauer, zum Beginn der Sendung hatten wir es schon bereits erwähnt. Ab kommendem Montag ist TV Halle nicht mehr wie gewohnt zu empfangen. TV Halle stellt seinen Sendebetrieb vom linearen auf ein rein digitales, ausgestrahltes Programmangebot um. Wichtig für Sie, liebe Zuschauer, am Programminhalt ändert sich nichts. Es gibt weiterhin das Stadtmagazin Hallo Halle mit Nachrichten und vielfältigen Themen, die Sie zeitunabhängig abrufen können über tvhalle.de, die TV Halle App, unsere Social Media Kanäle und YouTube. Das gesamte Team freut sich weiterhin, von aktuellen Nachrichten aus unserer Heimat für Sie zu berichten und sagt vielen Dank für Ihre Treue und wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.